Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrauzeitung Panorama aus Bern. Heute haben wir für euch das Trucker und Country Festival zu Interlaken. Die Veranstalter sind zufrieden mit den Besucherzahlen. Und die Stadtfest Bern, nach mehrjähriger Pause, hat man in der Hauptstadt wieder feiern können. Jetzt aber zuerst mal noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region für euch. Kommt das Energy Air in die Stockhorn Arena? Thun statt Bern, Stockhorn Arena statt Wankdorf Stadion. Gemäss ersten Informationen, die uns vor Medienmitteilung von Thun City vorliegen, soll das Energy Air in diesem Jahr nicht an seinem üblichen Standort abgehalten werden. Der Gnägi doppelt nachher. Das Gauverbandsfest Nummer 4 ist Geschichte. Beim Bern-Jurassischen Fest kürt sich, wie schon in der Vorwoche beim Schwarzsee schwingend, der Gnägi Florian zum Festsieger. Er hat im Schlussgang der Emmitaler Eschbacher Matthias bezwungen. Ein tolles Comeback hat der Wieloder Wenger Kilian gefeiert, der nur knapp am Sieg vorbeigeschrammt ist. Online-Anmeldung beim Zögeln. Das Pilotprojekt für Online-An- und Abmeldung beim Zögeln ist auf grosses Interesse gestossen. Die Berner Kantonsregierung schickt eine Gesetzesänderung in die Vernehmlassung. Der Flugplatz Interlaken, der hat sich in ein Western-Dorf verwandelt. Das wegen dem 27. Internationalen Trucker- und Country-Festival. Rund 46'000 Besucherinnen und Besucher waren bei diesem Treffen von Trucker, Biker, Linedancer und Cowboys dabei gewesen. Die Veranstalter, die sind zufrieden mit den Besucherzahlen. Wir waren dort und haben mit der Veranstalterin Alexandra Krebs geredet. Die Leute sind alle friedlich angereist und haben ein super Wochenende eigentlich bei uns dürfen verbringen. Ja, es ist eigentlich, als wäre nie eine Pause gewesen dazwischen. Die Stimmung ist bombastisch. Wir haben zahlreiche Truckers wieder hier, Linedancers, Musikfans und einfach Leute, die Festivalstimmung geniessen wollen. Wir haben eigentlich gerechnet wie im Vorjahr. Es sind von rund 50'000 Besucherinnen und Besucher ausgegangen. Und es sieht eigentlich gut aus, dass wir eigentlich wieder in dieser Besucherfrequenz sind. Nächstes Jahr, 23. bis 25. Juni, hier wiederum auf dem Flugplatz Areal Interlaken. Wir starten heute eigentlich den Vorverkauf. Es gibt eine limitierte Anzahl an Early-Bird-Tickets, 3-Tages-Pass für 100 Franken. Und aus Sicht der Veranstalter kann man jetzt sagen, man ist zufrieden mit dieser Ausgabe? Man ist definitiv sehr zufrieden, die Erwartungen völlig übertroffen, eben super Stimmung, was wollen wir noch mehr? Auch in der Hauptstadt ist am Wochenende eine grosse Party gestiegen. Das Stadtfest Bern, das hat nach zweijähriger Pause sein Comeback gefeiert. In den Gassen von Bern hat man Live-Musik unter anderem von den Halunken, Kleinklasse oder Open Season geniessen. Über 200'000 Besucherinnen und Besucher hat das Stadtfest angelockt. Wir haben mit dem Kommunikationsverantwortlichen Simon Glauser geredet. Ja, ich würde sagen, es ist die grösste Party, die Bern seit langem erlebt hat. Wunderbare Stimmung, jung und alt sind auf der Gasse zu besitzen, absolut positiv. Ja, ich glaube, die Leute haben richtig darauf gewartet, dass mal wieder etwas Grosses geht in der Stadt. Und man merkt, sie haben richtig Freude, sie sind aus allen Löchern gekommen, sage ich mal. Und wenn es so weitergeht, dann gibt es ein richtig geiles Wochenende. Und jetzt ein Highlight für mich gestern war, eine Band, die man in Bern glaub, kennt, Kleinklasse. Wie hast du das erlebt? Ja, ebenfalls. Sie sind ja unter dem Synonym Kalliken Ort auftreten. Aber die Insider haben natürlich alle gewusst, wer da gemeint ist. Und es war eigentlich ein riesiges Revival, eine riesige Revival-Party auf dem Bundesplatz. Und man hat auch gemerkt, denen hat es mega Spass gemacht. Das Coole war, dass eigentlich wirklich alt und jung zusammen hier so eine Hip-Hop-Band gefreundet haben, wie auch schon lange nicht mehr. Ja. Ja, das Wetter am Wochenende war insgesamt ja sehr schön. Gewesen. Und wie es die nächsten Tage genau weitergeht, das erfahrt ihr in ein paar Sekunden von unseren Kollegen von Meteo News. Mehr spannende Artikel findet ihr auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch. Das war es nämlich von uns für heute. Bis morgen Abend wieder. Schönen Feierabend wünsche ich. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus.
Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Toll sind Sie dabei. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und grüße Sie heute mit einem bewölkten Himmel über die Stadt. Ja, innerhalb von einer südlichen bis südwestlichen Höhenströmung fließt am heutigen Montag zunehmend feuchtere Luft zu uns. Und das lässt Schauer und Gewitterneigung wieder ansteigen. Morgen herrscht eine recht flache Druckverteilung und das Regenguss- und Gewitterrisiko das bleibt erhöht. In Dienstag starten wir nach vielen Wolken und ein paar Regengüssen in der Nacht. Ebenfalls wechselnd bis stark bewölkt. Dazu erwarten wir in den tieferen Lagen verbreitet 16 Grad am Morgen. Vor allem am Nachmittag und am Abend gibt es dann wiederholt gewitterige Regengüsse. Temperaturen die erreichen an den meisten Orten bis zu 21 Grad. Nur in Saanen ist es leicht kühler mit bis zu 18 Grad. Am Mittwoch folgen nach dichter Wolke und möglichen Schauer eine Wetterbesserung. Für den Donnerstag erwarten wir soweit recht sonniges Wetter. Am Nachmittag steigt dann das Gewitterrisiko in den Bergen wieder an, bis zum Abend dann auch im Flachland. Der Freitag der zeigt sich wieder unbeständig mit wiederholten Regengüssen und auch Gewitter. Dazu gehen die Temperaturen markant zurück. Wir rechnen damit nur noch gerade 20 Grad. Und aufs Wochenende erobert sich dann die Sonne ihren Platz am Himmel zurück. Und die Temperaturen die werden am Sonntag auch wieder sommerlich sein. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen schönen Abend und bis gleich wieder. Machen Sie es gut. Ade miteinander.